Was hatten wir schon alles auf TikTok? Wir hatten Rapper, wir hatten kleine Kinder, die ihre Beziehungen gefaked haben, wir hatten kleine Kinder, die Pranks gedreht haben, wir hatten Künstler, wir hatten schon so viele Sachen, aber eine Sache hat gefehlt. Und zwar Schauspieler. Wir hatten bis jetzt keine Schauspieler auf TikTok. Es gibt so viele gute Schauspieler, die besten findet man in Hollywood. Wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Robert De Niro, Cristiano Ronaldo und Juan Dissimo. Das sind zum Beispiel gute Schauspieler aus Hollywood, die jeder von euch kennt. Aber heute schauen wir uns ein paar Schauspieler auf TikTok an, die diese Hollywood-Schauspieler komplett wegbumsen. Apropos Schauspielerei und Johnny Depp. Johnny Depp hatte ja vor kurzem einen Prozess am Laufen. Ich glaube, ihr habt davon mitbekommen. Ihm wurde von seiner Frau vorgeworfen, dass er sie vergewaltigt und misshandelt hätte. Er hat den Prozess gewonnen, weil es natürlich nicht gestimmt hat. Und ich wollte euch nur mal kurz sagen, passt auf, mit was für Frauen ihr zu tun habt. Frauen können das Beste für dich sein, aber die können auch gleichzeitig das Schlimmste für dich sein. Die könnten dir das Leben komplett kaputt machen. Also passt wirklich auf, mit wem ihr zu tun habt. Weißt du, was ich meine? Leonardo DiCaprio. Wie auch immer, ich würde sagen, lass uns anfangen mit den TikTok-Schauspielern. Hier hätten wir einmal Romeo und Julia Schauspielerei. Oh, Julia, Jacqueline, Zendaya, sprich, wie sehr liebst du mich? Oh, Romeo, Justin, so sehr. Und was, wenn ich eine Autotür wäre? Verzeihung? Nun, würdest du mir auch beischlafen, wenn ich ein Waschbär wäre? Also, was mir dazu schon mal einfällt, er hat es auf den Punkt genau rübergebracht. Du hast zwar für Romeo und Julia 1:1 dieselbe Stimme benutzt, aber egal, du hast es richtig authentisch rübergebracht. Stabil, weiter so. Ich schreibe nun was nieder. Oh, man schreibt mich Romeo mit Doppel-M. Ja, ja, ja. Und? Ist das ein Liebesschwur? Romeo wird genauso geschauspielert. Er spricht die Wörter genauso aus, wie du sie ausgesprochen hast. Ein Liebesschwur? Liebesschwur? Stabil. Hast sehr gut geschauspielert. Weiter so. Ein Liebesschwur? Also es war echt stabil. Ich würde sagen, wir schauen uns noch ein Video von ihm an, oder? Hey, wolltest du gerade die Schokolade da klauen? Nein. Tisch mir keine Lügen auf! 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 Das habe ich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben gehört. Also wenn ich mit meinem Kumpel draußen bin und ich erzähle ihm eine Sache und er glaubt mir nicht und sagt mir Tisch mir keine Lügen auf! Wisst ihr, was ich mit meinem Kumpel mache? Ich gebe dem eine übelste Schelle, damit er wieder klarkommt und nie wieder mehr solche Begriffe benutzt. Tisch mir keine Lügen auf! Sie haben keinen Beleg dafür! Der Belag reicht, um dich ins Schnittchen zu bringen! Wer sind sie? Diät hart, bald im Kino. Steifen, der Trailer sieht richtig interessant aus. Wenn es den Film wirklich geben würde, würde ich Tickets für eine ganze Woche kaufen und den Film schauen. Ich würde mir jeden Tag diesen Film anschauen, nur um zu wissen, dass ich ein normaler Mensch bin und keinen Dachschaden habe wie andere Menschen. Und keine Begriffe benutze wie Tisch mir keine Lügen auf! Also war auf jeden Fall ein richtig stabiler Schauspieler. Wie viele Punkte würdet ihr dem geben in den Kommentaren? Schreibt's rein. So, dann gehen wir mal rüber zu dem nächsten Schauspieler, würde ich sagen. Peinlichkeitsregel Nummer 10. Peinlichkeit benötigt keine Worte. Peinlichkeit benötigt keine Worte. Stabil, bra. Stabile Regel. Ich werde diese Regel auf jeden Fall befolgen. Hast du noch weitere Regeln? Peinlichkeitsregel Nummer 8. Peinlichkeit ist das Gefängnis der Freiheit. Stabil, bra. Peinlichkeit ist das Gefängnis der Freiheit. Stabil. Habe ich mir gemerkt, bra. Weiter so. Hast du noch weitere Regeln für mich? Ich schreibe sie mir auf. Peinlichkeitsregel Nummer 3. Peinlich ist nicht gleich peinlich. Bruder, du bist so ein weiser Mann. Sag mir noch mehr Regeln. Ich habe mir sogar Stift und Papier geholt, damit ich es mir aufschreiben kann. Weißt du was? Ich scheiß auf das Blatt. Ich schreib's mir einfach hinter die Ohren. Junge, du bist so stabil, ey. Ich hab Steifen von dir. Einfach nur Steifen. Nein, aber Spaß beiseite. Der Typ hat schon Eier, muss man sagen. Weil schaut euch mal dieses Video an. Also für sowas muss man echt Eier haben. Was für Eier? Was rede ich da? Für sowas muss man nichts mehr haben, was man verlieren kann. Weich wie Butter, wie ein Unterdeckung-Krimineller wird knallen wie Ärger und breche so in dein Herz ein. Cooler Schattenmann. Ja, ich verdanke es alles meiner Mutter. Heiß wie der Sommer. Ja, so lasse ich dich schwitzen. Brich es herunter. Runter, Seitenschritt, rechts, links, zu meinem Beat, hoch wie der Mond, rock mit mir. Ich zitter am ganzen Leib und hab so einen Ständer bekommen. Glaubt ihr mir das? Also der letzte Move von ihm war so richtig cool, Mann. Rock mit mir. Es war so richtig abgefahren, Alter. Rock mit mir.
Ihr habt bestimmt 1000 Fragen im Kopf, also was er in diesem Video gemacht hat. Er hat einen Song von der chinesischen Boycrew BTS genommen und ins Deutsche übersetzt. Und er hat es halt 1:1 übersetzt. Macht im Deutschen halt gar keinen Sinn. Aber trotzdem, wie er es rübergebracht hat und dieser Move am Ende, dieses Rock mit mir. Rock mit mir! Das hat mir persönlich Gänsehaut gegeben, also gebe ich dem Ganzen 10 von 10 Punkten. Weiter so. Du bist der beste Schauspieler auf der ganzen Welt. Du bist besser als Leonardo DiCaprio. Weiter so. Steifen. Rock mit mir. Und die besten Schauspiellegenden tun andere mit ihrer Schauspielerei inspirieren. Und das hat dieser liebe Mann auch gemacht. Er hat zum Beispiel diesen Jungen, den ich euch jetzt zeigen werde, auch inspiriert. Mit seiner grandiosen Schauspielerei. Alle deine Hände blau an und schreie, ich habe einen Schlumpf getötet. Ich habe einen Schlumpf getötet. Das ist Inspiration. Und ich sage euch offen und ehrlich, langsam inspiriert er mich auch, mit der Schauspielerei anzufangen. Und damit ich mir seine weisen Ratschläge auch ganz gut merken kann, rufe ich jetzt meinen Tätowierer an, der soll mich am Wochenende tätowieren. Ja, hallo, spreche ich mit dem Tätowierer meines Vertrauens. Ja, tu mir mal bitte die Peinlichkeitsregeln 1 von 10 am Wochenende auf meine Arschbacke tätowieren. Ich danke dir. Tschüss. Das war ein Scherz, ich werde mich nie in meinem Leben tätowieren lassen. Wenn ich alt werde, dann gehen diese Dinger nie wieder mehr weg, weißt du, was ich meine? Aber jedem seins, jeder soll machen, was er will. Schrei oben ohne ganz laut, dass du dir in die Hose gekackt hast. Ich hab mir in die Hose geschissen! Das hat zwar nichts mit der Schauspielerei zu tun, aber es war gerade der Junge, der inspiriert wurde von der Legende, die ich euch gerade gezeigt habe, mit den Peinlichkeitsregeln. Peinlichkeit benötigt keine Worte. Steifen. Tutorial, wie man mit Menschen spricht. Habe da, habe da. Habe da, habe. Genau so spreche ich in Zukunft irgendwelche Frauen an. Habe da, habe da. Danke dir für die Tipps. Schreibe ich mir nicht nur hinter die Ohren, sondern auf meine Eier. Du bist einfach eine Legende. Weiter so. Hör niemals auf. Ich höre nicht, was die Leute auf der Straße denken, wenn er solche Faxen macht. Aber ich habe eine Theorie. Ihr kennt doch diese Menschen auf der Straße, die so verrückt herumschreien und irgendwelche Bewegungen machen. Das sind in Wirklichkeit TikToker, die gerade im Moment ein TikTok-Video drehen. Also gibt es eigentlich gar keine verrückten Menschen, die herumschreien auf der Straße. Oder wir denken meistens, diese Menschen sind besoffen und schreien rum oder auf irgendwelche anderen Substanzen. Sei mal ehrlich, die Theorie ist schon gut von mir, oder? Schon eine stabile Theorie. Nein, aber ich muss sagen, egal wie peinlich ich es jetzt finde, was die hier machen auf TikTok, ich finde es 1000-mal besser als den Content, den irgendwelche OnlyFans-Damen machen. Weißt du, was ich meine? Weil diese Leute geben sich wenigstens Mühe, auch wenn es auf uns peinlich wirkt. Die haben wenigstens Hobbys, die jagen ihren Interessen nach. Weißt du, wie ich meine? Die machen nicht einfach irgendwelche freizügigen Bilder und verkaufen sie an notgeile Männer und machen dann so ihr Geld. Weißt du, was ich meine? Und werden so reich. Die arbeiten wenigstens hart. Bald kommt ein neuer Song von mir, ein neues Musikvideo. Das wird Deutschrap nicht ganz bumsen, aber zu 90% oder zu 80%, komm, übertreiben wir es nicht. Das wird Deutschrap zu 80% bumsen. Und ich will, dass ihr mich supportet, weil wenn ihr mich supportet, dann kann ich euch mehr Content bieten. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich euch mehr Content biete, dann kann ich euch glücklich machen. Verstehst du? Schreibt in die Kommentare, welche TikTok-Videos wir als nächstes anschauen sollen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen oder eine gute Nacht.